ist besser? Kaffee Latte trinken oder mit einer Gabel essen? Eine Banane essen oder lieber dehnen? Seht euch in unserem neuen Video eine neue Herausforderung an. Schleim essen gegen normales Essen. Frau González macht sich bereit. Ihr Lieblingsneffe und ihre Nichte besuchen sie. Cindy und Stevie sind hier. Es sieht so aus, als wäre ihr ruhiger Tag vorbei. Sie liebt ihre Verwandten aber sehr. Und natürlich wird sie leckere Sachen zubereiten. Die Gäste sollten am Tisch sitzen, während Frau González etwas in der Küche zaubert. Ihre lieben Verwandten verdienen etwas Interessantes als einfache Pasta. Sie möchte etwas Außergewöhnliches kochen. Frau González wird eine Essensherausforderung arrangieren. Normales Essen gegen Schleimessen. Lasst uns Kaffee Latte zum Aufwärmen trinken. Schmelzt Marshmallows in einer Mikrowelle. Fügt etwas Nutella hinzu und mischt es, bis die Farbe gleichmäßig ist. Gebt die Masse dann in ein Glas. Fügt zu der nächsten Portion Marshmallows noch Nutella hinzu. Legt die dunklere Schicht oben drauf. Macht dann Schaum aus geschmolzenen Marshmallows. Dekoriert es mit kleinen Marshmallows. Der Neffe und die Nichte warten schon. Es tut gut, nach einer langen Reise Kaffee zu trinken. Warte, es sieht so aus, als wäre Stevies Kaffee viel zu lange im Regal gewesen. Man kann es nicht eingießen oder trinken. Oh, ich verstehe. Er hat Schleim. Frau González hat ihren lieben Neffen reingelegt. Aber nichts kann einen hungrigen Mann aufhalten. Er wird dieses Getränk mit einer Gabel essen. Cindy denkt, dass der Kaffee ihres Bruders viel interessanter und leckerer ist als ihr Kaffee. Der Schleimkaffee gewinnt diese Runde. Unser süßes Leben geht weiter. Jetzt wären Kekse toll. Frau González bringt Oreo-Kekse. Und wer hat diesmal Glück? Schmelzt Marshmallows in der Mikrowelle. Fügt Maisstärke und Puderzucker hinzu. Mischt es. Und fügt ein paar Tropfen schwarze Lebensmittelfarbe hinzu. Entfernt die Füllung von den Keksen und zerbröckelt sie. Gebt es zu dem Schleim hinzu. Rollt es und schneidet es in Kreise. Passt noch die Form mit den Händen an. Und bedeckt sie mit den Krümeln. Formt sie dann zu flachen Plätzchen. Schneidet dann ein Marshmallow in kleine Stücke. Und setzt die Oreo-Kekse zusammen. Stevie hat echte Oreo-Kekse. Aber Cindy hat eine Überraschung in ihrem Paket. Nämlich Schleim. Stevie genießt seine Kekse. Die Kekse von seiner Schwester dehnen sich weit aus. Stevie will das auch machen. Aber sein Keks ist nicht so flexibel. Auf jeden Fall schmeckt der echte Oreo besser. Das Essen gewinnt diese Runde. Es steht also 1:1. Es wird Zeit für den Hauptgang. Was hat Frau González diesmal für uns? Chicken Nuggets. Und Soße. Legt Waffeln kurz in eine Bratpfanne und zerbröselt sie. Schmelzt dann Kaumbonbons in der Mikrowelle. Mischt es mit Maisstärke und Puderzucker. Formt sie zu Chicken Nuggets. Bedeckt jedes Stück mit Waffelkrümel. Legt sie in eine leere Nuggets-Box. Die beiden staunen, was sie bekommen haben. Stevie hat echte Nuggets. Aber seine Schwester hat Schleim. Sie ist jedoch überhaupt nicht enttäuscht. Jeder kann Chicken Nuggets machen. Aber Schleim-Nuggets erfordert viel Kocherfahrung. Und diese Nuggets sind perfekt für Vegetarier. Stevie mag die Nuggets doch nicht so. Selbst diese spezielle Soße macht es nicht besser. Er will auch die Schleim-Nuggets. Schleim gewinnt. Es steht also 2:1. Wir wundern uns, warum Frau González uns Gummihandschuhe gibt. Während wir uns den Kopf zerbrechen, bringt sie das nächste Gericht. Burger. Schmelzt Gummi-Cola-Flaschen in der Mikrowelle. Fügt dann Maisstärke und Puderzucker hinzu. Mischt es und formt es zu einer Bulette.
Bedeckt es mit Kekskrümeln und fügt noch Sonnenblumenkerne hinzu. Jetzt fügen wir zu den geschmolzenen Gummi-Cola-Flaschen gelbe Lebensmittelfarbe hinzu, Maisstärke und Puderzucker. Knetet es, um eine dünne Schicht zu bilden. Schneidet ein Quadrat aus. Das soll eine Scheibe Käse sein. Fügt grüne Lebensmittelfarbe, Maisstärke und Puderzucker zu einer anderen Portion geschmolzener Gummibonbons hinzu. Schneidet dann Salat aus. Zeichnet die Blattader mit einem Holzstab. Und macht die Kanten wellig. Schneidet jetzt ein Burgerbrötchen zurecht und legt die Bulette, die Scheibe Käse und den Salat hinein. Frau Gonzales hat ihren eigenen Trend. Heutzutage isst man Burger nur mit Handschuhen. So, jetzt könnt ihr essen. Achtung, fertig, los! Wartet! Frau Gonzales mag nicht die Art, wie wir unser Essen nehmen. Ihr solltet den Burger zuerst drücken, bevor ihr ihn esst. Aber Cindy kann ihren Burger nicht runterdrücken. So sehr sie es versucht. Doch Stevie drückt seinen Burger mit nur einer Berührung runter. Das liegt daran, dass er aus Schleim besteht. Das macht doch viel mehr Spaß. Und ihr könnt es in zwei Hälften teilen. Cindy nimmt sich auch was weg. Schleim gewinnt wieder. Es steht also 3:1. Cindy nimmt heimlich ein Pudding vom Tisch weg, während Frau Gonzales abgelenkt ist. Das war ein großer Fehler, weil Frau Gonzales einen ganz besonderen Pudding gekocht hat. Schmilzt Marshmallows und Gummibärchen. Fügt dann gelbe Lebensmittelfarbe hinzu und vermischt es mit Puderzucker und Maisstärke. Gebt den Schleim in einen Puddingbecher, befestigt den Deckel. Die beiden wollen unterwegs was naschen. Cindy kümmert sich darum. Sie hat nämlich Puddings dabei. Frau Gonzales verlässt ihre lieben Verwandten nicht einmal für eine Minute, weil Cindy den Pudding aus ihrer Küche stibitzt hat. Mal sehen, welche Art von Überraschung auf uns wartet. Sie öffnen den Becher. Stevie hat ein normales Dessert. Aber Cindys Pudding sieht komisch aus. Es zieht sich in die Länge. Er muss abgelaufen sein. Oder ist es eine weitere Herausforderung von unserem Küchenchef? Eine Sache ist sicher. Der echte Pudding sieht leckerer aus. Es steht also 3:2. Schleim führt immer noch. Jetzt ist es Zeit für frisches Obst. Nur einer wird frisches Obst bekommen. Und jemand anderes wird eine ungewöhnlich süße Banane bekommen. Schmelzt Kaumbonbons in der Mikrowelle. Fügt ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu und Maisstärke sowie Puderzucker. Mischt den Schleim. Bestreut eine Bananenform mit Maisstärke und legt den süßen Schleim hinein. Frau Gonzales bringt Teller mit Früchten. Cindy bekommt wieder Schleim. Und zwei Bananen für Stevie sind viel zu viel. Eine reicht doch. Mal sehen, wie sie diese Herausforderung meistern werden. Denn was kann besser sein als eine frische Banane? Cindy dehnt ihre Banane, bis sie mehr als einen Meter lang ist. Das nennen wir zusätzliche Flexibilität. Es sieht so aus, als ob Cindys Banane in einem dehnbaren Universum steckt. Jedenfalls kann jetzt niemand mehr sagen, dass es eine Banane war. Es sieht mehr wie ein Seil aus. Ich schätze, kein Schleim kann mit einer echten Banane verglichen werden. Stevie hat Glück. Echtes Essen gewinnt diese Runde. Vitamine und Mineralstoffe holen einen Punkt. Und jetzt will Frau Gonzales ein Dessert zaubern. Es riecht lecker. Wir greifen nach den Tellern, während sie nach ihrem Kochbuch sucht. Das sind unsere Lieblingsdonuts. Frau Gonzales weiß, wie sie ihre lieben Verwandten glücklich machen kann. Schneidet ein Donut in zwei Hälften. Entfernt kreisförmig etwas Teig vom Donut. Und legt Weingummis hinein. Bedeckt es mit der zweiten Hälfte. Schmelzt dann Weingummis. Und fügt braune Lebensmittelfarbe hinzu. Mischt es mit Puderzucker und Maisstärke. Formt es zu einer Donutglasur.
Schneidet ein paar Weingummis in kleine Stücke. Legt den Donut für 5 Sekunden in die Mikrowelle, so dass die Füllung innen leicht schmilzt. Dekoriert die Glasur mit den Weingummistücken. Lasst uns das letzte Gericht probieren. Frau Gonzales beobachtet aufmerksam die Ergebnisse der Endrunde. Cindy mag den normalen Donut nicht wirklich. Die gesalzene Karamellfüllung ist nicht gerade lecker. Aber der Schleimdonut, den ihr Bruder hat, ist eine echte Entdeckung. Kreativ und lecker. Der Schleimdonut gewinnt. Es steht also 4:3. Der Wettbewerb ist vorbei und Schleim hat gewonnen. Eigentlich sind Cindy und Stevie die Gewinner, weil sie so viel leckeres Essen beim Besuch ihrer Tante hatten. Wie fandet ihr unseren Wettbewerb? Dann schreibt uns, welches Essen ihr ausprobieren würdet. Normales oder Schleim? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.